Der kleine Lord kommt. Doch man will das versuchen, parallel zum Film von Oliver Stone hinzukriegen. Und Sie haben eine einmalige Gelegenheit. Wenn Sie sagen, Donnerwetter, wenn meine geliebte ARD mir den neuen Film von Oliver Stone und den kleinen Lord gleichzeitig zeigen kann, dann brauche ich doch diese ganzen bösen kommerziellen Anbieter gar nicht mehr. Unser Cheftechniker Pierre M. Krause war unterwegs und hat Menschen, die sagen, ja, ich möchte mich vom Schund befreien. Ich möchte den sozialen Aufstieg ermöglichen, indem ich nur noch ARD schaue. 5 Euro geboten, wenn Sie sich die Privatsender endgültig von der Fernbedienung löschen lassen. Guten Tag, Herr Fischer. Krause, mein Name vom Ersten Deutschen Fernsehen. Herr Fischer, das könnte heute Ihr Glückstag sein. Wir sind unterwegs, um ein paar neue Zuschauer zu generieren für unser öffentlich-rechtliches Fernsehprogramm, insbesondere die ARD. Sie können ruhig ehrlich sein, wir sind ja unter uns. Schauen Sie auch Privatfernsehen? Auch. Ja. Ja. Für jeden Privatfernsehsender, den ich aus Ihrem Fernsehgerät löschen darf, gebe ich Ihnen 5 Euro in bar. Ja. Nein. Das ist kein Witz. Ich gebe Ihnen wirklich, Sie dürfen Sie mal anfassen, fassen Sie mal an. Einfach, um sich mal dran zu gewöhnen, das ist echtes Geld. Ich zeige Ihnen das mal ganz noch hier. Hier, da. Und wo das herkommt, da ist noch viel, viel mehr. Ich drücke jetzt hier auf Erase und dann ist RTL weg. Das heißt, Sie dürfen diese dürfen schon mal behalten, die 5 Euro. So. So. Nein, das haben Sie nicht wirklich gemacht. So, machen wir RTL und das wollen wir jetzt löschen. Sperren, ne? Da gehen wir hier so rüber. Ja. Wie löscht man denn das denn, Herr Fischer? Sie müssen mal... Ach, weg. Genau, also dass man es löscht. Jetzt haben Sie den Fernseher einfach nur ausgeschaltet. Dafür gibt es keine 5 Euro. Das sind ja noch der Pay-TV-Sender. Mhm. Oh, das ist hier so ein kleiner Bums-Sender. Kabel 1, machen wir weg. Ja. Kabel 1 löschen wir, ja. Löschen wir Kabel 1 auch. Gelöscht? Sehr gut. Machen wir NTV, Nachrichten. Es passiert doch so viel Schlimmes in der Welt. Muss man sich das jeden Tag angucken? Und so richtig professionell sind die von NTV ja auch nicht, wenn man mal ehrlich ist, oder? Weiß nicht. Komm, wir machen NTV. Ich habe den Robert Enke zum Beispiel hier, da habe ich es zuerst erfahren. Oh Gott. Ja, das ist natürlich tragisch. Ja, und deswegen... So, NTV ist gelöscht, ich gebe Ihnen nochmal 5 Euro. 5 Euro für das Löschen von Sat.1. So, okay. Hiermit ist Sat.1 gelöscht. Sie bekommen von mir 5 Euro. Die können Sie jetzt haben. Das ist Ihr Gebührengeld. 5 Euro. Ich gebe es dir mal in die Hand, Larissa. Nimm mal in die Hand. So, die gebe ich dir, aber dafür darf ich MTV löschen. Okay. Nein, nehmen Sie 5 Euro und geben Sie mir Sat.1. Wollen Sie Sat.1 gegen 5 Euro? Ist Ihnen das so viel wert? Sat.1, ich brauche 5 Euro nicht. Oh, Gutti, vielen herzlichen Dank. Ja, und das habe ich jetzt wirklich nie mehr, die Programme. Die Programme sind jetzt weg, aber dafür haben Sie Kohle. Können Sie, schaffen Sie ein Hobby an oder gehen Sie schön einkaufen, mal irgendwie zum Friseur oder ein bisschen shoppen oder so. Morgen Abend 20:15 Uhr hier im Ersten, der kleine Lord von Oliver Stone.